Ja, wir freuen uns sehr, dass Jens Brandenburg bei uns ist. Er ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung, kümmert sich da also um die bildungspolitischen Vorhaben. Und das Hochschulforum Digitalisierung ist ja auch vom BMBF finanziert und unterstützt. Und Jens Brandenburg wird deswegen jetzt aus seiner Sicht auf das Festival und das Programm hier blicken. Wir haben einen kleinen Input von ihm zu erwarten. Er wird uns ein bisschen was erzählen. Und dann steht da auch Rede und Antwort. Sie haben also die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir haben im Anschluss an das Input noch ein kleines Q&A geplant. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Jens Brandenburg. Ja, vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Auch einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite hier in Berlin, in Heilbronn, Bochum, an den vielen, vielen anderen Standorten, Büros, im Homeoffice, wo auch immer Sie uns gerade hier zuschauen und am zweiten Tag des University Future Festivals mit teilnehmen. Ich freue mich sehr stark vor allen Dingen über die große Teilnahme. Mir wurde schon berichtet gestern, was an verschiedenen Themen diskutiert wurde, auch wie viele sich da unterschiedlich zugeschaltet haben. Und das macht durchaus Mut, weil ich glaube, wir leben in Zeiten eines großen Umbruchs, was beispielsweise die Hochschullehre angeht, auch überhaupt die Frage, wie sieht denn die Universität, die Hochschule der Zukunft aus? Da hat sicher die Pandemie sehr dazu beigetragen, einiges zu beschleunigen. Es gab davor manche Hochschulen, auch einzelne Lehrende, die sich mit sehr innovativen Formaten ja schon weit auf den Weg gemacht haben, auch mit hybriden Studiengängen teilweise. Aber so im Großen und Ganzen hat man doch auch im politischen Raum vor der Pandemie gemerkt, ist das ein großes, dickes Schiff, was man kaum so richtig stark in Fahrt bringen kann. Die Pandemie, sicher auch mit den schwierigen Lockdown-Zeiten, wir sind alle froh, dass die inzwischen vorbei sind und tun alles dafür, dass sich die möglichst niemals wiederholen werden. Aber die hat durchaus vor Ort dazu geführt, dass man oftmals gar keine andere Wahl hatte, als auch auf digitale Instrumente zurückzugreifen. Und das hat dazu geführt, nach meiner Auffassung, dass vieles vor allen Dingen an den Hochschulen, wo oftmals sehr innovative Geister und Leute unterwegs waren, die einfach neue Ideen auch pragmatisch mal an Lösungen ausprobiert haben, dass da wahnsinnig viel Innovation entstanden ist. Und ich glaube, wir sind jetzt in einer Situation, wo wir sehr genau aufpassen müssen in Zeiten des Umbruchs, wie es da weitergeht. Also ob es uns gelingt, das Beste aus beiden Welten, digitaler und analoger Lehre, zusammenzuführen und die größte Innovation auch nicht locker zu lassen, sondern für die nächsten Jahre voranzutreiben. Oder ob das eine Zeit ist, wo jetzt vor lauter Freude darüber, dass wir nicht mehr alle im Lockdown sind, manche Verhaltensmuster wieder so in die Vergangenheit zurückfallen und wir die Formate von vor der Pandemie dann doch wieder sehen. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass Menschen wie Sie, die heute hier an diesem University Future Festival teilnehmen, tatsächlich Akteure sind, die vor Ort tatsächlich den Geist der Veränderung leben und aktiv vorantreiben. Es sind sicher einige Herausforderungen, vor denen wir stehen. Gleichzeitig machen uns aber viele Dinge Mut. Ich finde wahnsinnig beeindruckend beispielsweise, wenn wir sehen, wie viele Geflüchtete aus der Ukraine momentan zu uns kommen, im deutschen Hochschulsystem vor Ort integriert werden und durchaus oftmals auch Ideen mitbringen. Selbstverständlich ist aus der Ukraine, was da auch an Digitalisierung oft schon funktioniert. Im Schulsystem sehen wir das gleichermaßen. Ich finde sehr beeindruckend, was im Hochschulforum Digitalisierung, aber auch mit der Stiftung Innovation in der Hochschullehre an neuen Ideen und Projekten und Austauschformaten vorangetrieben wird. Ich würde drei Bereiche mal hervorheben, wo ich besonders großes Innovationspotenzial sehe. Das erste ist tatsächlich Innovation in der Hochschullehre. Natürlich Fokuspunkt der Stiftung. Das kann Digitalisierung sein, muss aber nicht ausschließlich. Da erleben wir doch wunderbare Formate, wo es gelingen kann mit verschiedensten Instrumenten. Und ich mache es nochmal an den digitalen Instrumenten fest. Das kann ja beispielsweise in der ganz klassischen analogen Vorlesung oder auch im Seminar können das interaktive digitale Instrumente sein, die die klassische Lehre durchaus sinnvoll ergänzen. Das können hybride Formate sein, wo also ortsunabhängig, so wie heute dieses University Future Festival, einige vor Ort, die meisten von ihnen aber dezentral in Deutschland verteilt, daran teilnehmen. Also niedrigschwellig die hybride Teilnahme zu ermöglichen. Das ist eine große Chance, auch mit der akademischen Lehre weitaus größere Zielgruppen zu erreichen. Nicht nur die Anfang 20-Jährigen, die direkt nach dem Abitur möglicherweise 3 oder 5 Jahre oder 6 Jahre Vollzeit studieren, sondern auch diejenigen, die zum Beispiel mit Mitte 40 sagen, ich möchte familien- und berufsbegleitend auch einzelne Seminare, Kurse, vielleicht auch nur ein paar ECTS, aber mal nutzen, mir das selbst beizubringen, an der akademischen Lehre teilzunehmen, die Hochschulen also für Partner
zu Partnern für das ganze Leben zu machen. Das können aber eben auch Blended-Formate sein, wo man sagt, naja, es gibt Studiengänge für Zielgruppen, die sagen, wir möchten teilweise in der Straßenbahn, das kann auch mal im Zug sein, manche Dinge mir dezentral, dann, wenn es in meinen Lebensalltag reinpasst, schon mal aneignen, aber in Blog-Seminaren beispielsweise vor Ort nochmal zusammenkommen. Viele Dinge, die wir nicht alleine in der Politik entscheiden, sondern wo wir den Freiraum haben wollen, in den Hochschulen genau diese Innovationen voranzutreiben. Die politische Aufgabe ist, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen. Rechtlich seitens der Länder, beispielsweise Kapazitätsrecht ist ein Thema, über das wir auch mit den Ländern gemeinsam sprechen. Seitens des Bundes aber eben auch mit vielen Förderformaten, um das Innovative voranzutreiben und den Transfer in die Breite zu unterstützen. Ich möchte zweitens betonen, dass gerade diese Formate und Innovationen auch eine riesengroße Chance sind, die internationale Mobilität weiter voranzutreiben. Wir leben in einer Hochschulwelt, die nicht in, oder einer Wissenschaft insgesamt, die ja nicht in allein nationalen Grenzen die großen Herausforderungen unserer Zeit, Forschung zum Klimawandel beispielsweise, zur Digitalisierung, zu vielen anderen Fragen, alleine bewältigen wird. Ein Hochschulsystem, was mit seiner Offenheit auch davon lebt, dass wir internationalen Austausch haben. Und ja, wir wollen Formate wie Erasmus Plus beispielsweise auf europäischer Ebene weiter stärken, das auch für mehr Menschen verfügbar machen, haben in dieser Legislaturperiode auch einiges an Förderinstrumenten in diesem Bereich bereits auf den Weg gebracht. Ich bin großer Anhänger auch der europäischen Hochschulnetzwerke, wo sich Hochschulen zusammentun, aber wenn man ehrlich ist, oftmals doch in dieser kleinen Gruppe jeweils bleiben. Und deshalb möchte ich betonen, lassen Sie uns gemeinsam auch die Chancen nutzen, die beste Lehre ganz Europas, von allen Hochschulen, allen Universitäten, die wir haben, zunehmend auch für alle Europäer und Europäerinnen zur Verfügung zu stellen, sodass auch dann, wenn Sie beispielsweise in Marburg studieren, Sie jederzeit an der besten passenden Vorlesung aus Madrid beispielsweise oder Warschau niedrigschwellig teilnehmen können. Das ist auch eine Frage der Inklusion im Übrigen, denn es ermöglicht auch eine leichtere Mobilität für all diejenigen, die jetzt nicht die Möglichkeit haben oder vielleicht auch nicht willens sind, ein ganzes Semester gleich im Ausland zu verbringen. Ja, und dritten Punkt möchte ich ansprechen. Wir sprechen natürlich nicht nur über die Lehre an den Hochschulen, Forschung sicher nochmal separater Bereich. Es geht oftmals auch um Fragen der Verwaltung. Da ist in den letzten Jahren sicher viel passiert. Gott sei Dank, ich kenne Sie aus der eigenen Studienzeit noch, aus manchen Fakultäten, diese Papierteilnahmescheine, die sehe ich mittlerweile fast gar nicht mehr. Das ist gut. Aber wir sind noch weit davon entfernt, dass wir wirklich ein gemeinsames digitales System haben, wo auch der Wechsel zwischen Hochschulen beispielsweise so niedrigschwellig funktioniert, dass Sie automatisch vergangene Leistungen bereits anrechnen können. Es reicht dann auch, wenn Sie europäische, internationale Mobilität mitleben. Das ist eine riesengroße Aufgabe in den Hochschulen vor Ort, in den Ländern. Ich möchte Ihnen aber ein Beispiel geben, was uns auch auf Bundesebene sehr beschäftigt. Die Einmalzahlung, die 200 Euro. Wir haben ja gesagt, wir wollen neben all den anderen Hilfen, die wir in der Pandemie bereitgestellt haben, beziehungsweise auch jetzt mit den steigenden Kosten, diese 200 Euro Einmalzahlung an die Studierenden auch bringen. Wir hätten uns das alle früher gewünscht, das sage ich auch ganz offen. Mit dazu haben wir festgestellt, im föderalen System gab es nirgendwo eine entsprechende Struktur, keine zentrale Behörde, die auch nur wüsste, wer an welcher Hochschule überhaupt eingeschrieben ist. Und es gab überhaupt kein digitales Grundgerüst. Wir waren vor der Entscheidung, ob wir wieder ein aufwendiges Verfahren machen mit Antragstellung auf Papier, wo dann ähnlich wie bei der Hilfe, Unterstützungshilfe in der Pandemie in der letzten Legislaturperiode händisch in den Studierendenwerken dann einzelne Anträge manuell bearbeitet werden. Das hätte Monate bis zur Bewilligung gedauert. Es ist am Ende gemeinsam mit den Ländern, insbesondere mit dem federführenden Land Sachsen-Anhalt gelungen, einen weitgehend vollautomatisierten Prozess auf die Beine zu stellen. Übrigens auch eine Grundlage bei vergleichbaren Prozessen künftig sehr viel schneller darauf aufzubauen. Das war echte Pionierarbeit. Wir sehen an den Zahlen inzwischen, dass zwischen Antragstellung und Bewilligung im Durchschnitt momentan 2 Minuten vergehen. Spätestens am übernächsten Werktag haben Sie das Geld auf Ihrem Konto. Das kenne ich von keiner anderen Leistung des Staates, weder vom BAföG noch von den vielen anderen Leistungen, die wir haben. Es lohnt sich also, das möchte ich auch von politischer Seite sagen, genau diese Pionierarbeit, auch wenn sie lästig ist, wenn man das erstmals aufbaut, aber in die Zukunft zu investieren. Ich spreche das aber deshalb an, weil wir auf politischer Ebene oftmals ähnliche Erfahrungen machen wie Sie wahrscheinlich vor Ort. Sie glauben gar nicht, wie viele Rückmeldungen wir bekommen, teilweise auch von Studierenden, die sich heftig beschweren, dass wir sie jetzt dazu zwingen, ein digitales Antragstool letztendlich dafür zu nutzen. Wie viele sich doch danach sehnen, das Klassische, was man gewohnt ist, auf Antrag dann auszufüllen und am Ende irgendeine Verwaltungskraft dahinter zu haben, die das manuell bearbeitet. Das wird nicht die Zukunft sein. Das kann nicht die Zukunft sein und das kann uns auch nicht zufriedenstellen.
Und vor dem Hintergrund möchte ich Ihnen auch vor Ort Mut zur Veränderung machen. Sie erleben doch wahrscheinlich ganz genau die Widerstände immer dann, wenn Sie an Ihren Hochschulen, Wissenschaftseinrichtungen neue Prozesse dann auch etablieren wollen, dass es ganz viele Kräfte gibt, die sagen, wir haben doch hier was gut Funktionierendes und jetzt was ändern, wie schwierig ist das? Wer Zukunft leben will, der braucht diesen Mut zur Veränderung und muss das manchmal auch gegen Widerstände durchsetzen. Ich glaube, diejenigen, die verändern wollen, sind heute hier versammelt, vor Ort, aber die meisten, wie gesagt, auch digital zugeschaltet. Diesen Mut möchte ich Ihnen machen. Sie sind nicht alleine. Seitens des Bundes, seitens der Politik möchte ich Ihnen die Unterstützung zusagen. Was die Rahmenbedingungen angeht, da haben wir einiges an Diskussionen noch vor uns. Aber insbesondere auch unsere finanzielle und auch politisch-ideelle Unterstützung, die möchte ich persönlich zusagen. Das Hochschulforum Digitalisierung einerseits, auch der Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Wir sehen uns als Partner Ihrer Umsetzung vor Ort. Im dezentralen System der Wissenschaftsfreiheit haben Sie natürlich die Freiheit zu entscheiden, was das genau sein soll. Seitens des Bundes möchten wir Sie bestmöglich dabei unterstützen. Ja, und in dem Sinne wünsche ich Ihnen heute viel Erfolg beim zweiten Tag des University Future Festivals und freue mich auf viele spannende Ideen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Brandenburg. Genau, ich hatte dazu aufgerufen, dass Sie Fragen stellen können im Chat. Jetzt ist die Gelegenheit dazu. Jens Brandenburg ist bei mir und ich habe schon die erste Frage hier. Chancengleichheit für die ganze Welt oder inklusive Afrika? Was bringt es uns, wenn wir den Rest der Welt davor abschotten? Gibt es hierfür eine Planung, wie da mal Bildungsgleichheit funktioniert? Ja, also wichtiger Punkt. Mir geht es ausdrücklich nicht darum, jetzt zu sagen, von nationalen Grenzen bleiben wir dann in europäischen Grenzen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass wir in Europa zumindest mal durch die Nachbarländer auch den Rahmen, den die Europäische Union vorgibt, mit den europäischen Hochschulnetzwerken einen Rahmen haben, mit Erasmus Plus ein wirklich gut etabliertes Austauschprogramm, was wir stärker nutzen sollten. Also da sind die Potenziale meines Erachtens besonders hoch. Würde aber zustimmen, also beispielsweise Afrika haben Sie angesprochen, wir setzen uns auf europäischer Ebene dafür ein, gerade diese Zusammenarbeiten stärker auszubauen. Der große Vorteil mit dem afrikanischen Kontinent ist ja, wir sind in einer Zeitzone. Das heißt, es wäre durchaus möglich, beispielsweise mit einer Universität in Kapstadt gleichzeitig digitale Seminare durchzuführen, wo man sich keine Gedanken machen muss, wer von beiden jetzt nachts aufsteht und sich dazu schaltet. Das ist ein großer Vorteil. Ich würde auch sehr empfehlen, tatsächlich, war letztes Jahr in Lateinamerika mit vielen Partnern unterwegs, auch dort die Forschungskooperationen stärker aufzubauen. Da gibt es viele Universitäten, die beispielsweise über die deutsch-argentinische Hochschule ein wirklich spannendes Netzwerk, engere Partnerschaften auch in der Lehre mit deutschen Universitäten suchen. Also der Blick in Europa, den sollten wir stärken, aber gerne darüber hinaus. Wir bleiben tatsächlich beim Thema. Jens Hofmann fragt, wie kann Europa als Motor einer grenzübergreifenden Kollaboration noch besser genutzt werden? Und braucht es nicht ein europäisches Hochschulforum Digitalisierung? Fände ich sehr gut, wenn sich diese Netzwerke genau ausbauen. Ich glaube, wir haben auf europäischer Ebene durch den Bologna-Prozess und ich weiß, Einzelheiten und so, sicher auch kritisch betrachtet, soll ja auch alles weiterentwickelt werden. Aber das hat die Mobilität insgesamt gestärkt mit Erasmus Plus, tatsächlich auch mit den europäischen Hochschulnetzwerken. Das war ja eine Initiative, die ursprünglich von Präsident Macron ausging. Auch das unterstützen wir seitens der Bundesregierung in Deutschland sehr stark. Ich glaube, wir sollten uns aber jetzt nicht zurücklehnen und sagen, da ist vieles Tolles aufgebaut, sondern unsere Verantwortung, auch unserer Generation, ist ja, das im Prinzip jetzt zu nutzen als Sprungbrett, um die europäische Mobilität weit nach oben zu bringen. Da war die Pandemie, muss man ehrlich sagen, wirklich nochmal ein Rückschritt, weil durch die Lockdowns in den verschiedenen Staaten natürlich die internationale Mobilität deutlich zurückgegangen ist. Wir werden seitens des BMBF, also Bundesministeriums für Bildung und Forschung, gemeinsam mit den Ländern und Hochschulen und auch den weiteren Wissenschaftsakteuren in den nächsten Monaten sehr intensiv auch an einem Update der Internationalisierungsstrategie für die Hochschulen in Deutschland arbeiten. Und da spielt das aus meiner Sicht eine ganz wesentliche Rolle, wie wir darauf aufbauen wollen. Und das, ich habe es eben am Rande erwähnt, mir wäre ganz wichtig, dass wir die europäischen Hochschulnetzwerke als Startpunkt sehen, aber nicht alleine darauf zurückziehen, dann zu sagen, dann gibt es halt ganz viele Clubs, wo halt immer dann so 3, 4, 5, 6 Hochschulen unter sich bleiben, sondern auch das Potenzial darüber hinaus. Und da gibt es tolle Ansätze aus der Praxis. Nächste Frage, Sie haben es gerade angesprochen, Bund-Länder-Austausch. Eine Frage von Christian Specht. Stehen eigentlich die föderalen Strukturen der Innovation im Weg?
Nein, also ich glaube, es wäre ein Fehler, jetzt zu sagen, wir konzentrieren uns vor allen Dingen auf eine große Grundgesetzänderung. Es ist ja gar nicht mal nur das Föderale, sondern aus guten Gründen haben wir die Freiheit von Forschung und Lehre im Grundgesetz wirklich mit Verfassungsrang verankert. Das heißt, es wäre jetzt auch nicht besser, wenn dann solche Entscheidungen der praktischen Umsetzung aus Berlin, aus unserem Ministerium getroffen würden. Die Lösung liegt meines Erachtens eher darin, wie wir stärker lösungsorientiert zusammenarbeiten. Und da gibt es ein paar Themen. Das Kapazitätsrecht habe ich eben angesprochen. Das ist jetzt erstmal Ländersache, aber die Länder sind da eben auch nicht, ehrlicherweise nicht so ganz frei, weil das alles in diesem Rahmen von Bundesverfassungsgerichtssprechung aus den 70er Jahren durchaus noch gefangen ist. Und da muss man sich schon die Frage mal stellen, ob denn diese Dreisatzlogik zu sagen, wir zählen einfach, wie viele Lehrende an der Fakultät da sind, übersetzen das per Dreisatz dann in die Anzahl von Präsenz-Vollzeitstudierenden, wie viele wir aufnehmen können. Das hat mit digitaler Lehre überhaupt nichts zu tun. Das hat übrigens auch mit kleineren Elementen, Micro-Degrees und solchen Themen beispielsweise im Sinne der akademischen Weiterbildung überhaupt nichts zu tun. Also das ist eine Steuerungslogik, die ein Stück weit aus der Zeit gefallen ist, und das werden wir nur gemeinsam, Bund, Länder und übrigens auch die Praxispartner, schaffen, dann gemeinsam einen Systemwechsel hinzubekommen. Mich würde mal interessieren, also wie konkret funktioniert denn dieser Austausch? Sie sagen, wir machen das in enger Kooperation mit den Ländern, aber wie genau sieht das aus? Welche Formate haben Sie da? Also wie funktioniert dieser enge Austausch und dieser Schulterschluss? Ja, in sehr unterschiedlichen Formaten. Es gibt jetzt für die formalen Verhandlungen beispielsweise die GWK. Da haben wir im November letzten Jahres zum Beispiel den Zukunftsvertrag dynamisiert. Das sind ja mehr als 2 Milliarden Euro jedes Jahr, die der Bund den Ländern zur Unterstützung der Grundfinanzierung der Hochschulen zur Verfügung stellt. Auch das Professorinnenprogramm, das Tenure-Track-Programm und vieles mehr, diese Bund-Länder-Initiativen, die kommen in einem solchen formalen Setting der GWK zustande. Wir haben den Wissenschaftsrat, der nochmal mit der Wissenschaft gemeinsam, aber eben verwaltungsratseitig, auch hier Bund- und Ländervertretung, gemeinsam über große zukünftige Linien sprechen. Ich freue mich sehr über Signale, muss man sehen. Ich hoffe sehr, dass die Einigung am Ende gelingt, aber jetzt im Prinzip so neben der formalen Wissenschaftszeitvertragsdiskussion, die wir momentan führen, das ist ja nur ein kleiner Baustein von, wie sieht Beschäftigung an Hochschulen in der Zukunft aus, dass es aus dem Wissenschaftsrat auch da Signale gibt, diese Themen aufzugreifen. Da geht es um die Dauer von Berufungsverfahren, da geht es auch um Dauerstellen, was sind eigentlich die Berufsprofile künftig, Mittelbau, Tenure-Track auch auf dem Weg zur Professur. Also da gibt es verschiedene solche formale Gremien, und natürlich sind wir auch informell immer wieder im Austausch, das gehört mit dazu. Und ich glaube, das sind übrigens auch jetzt diese Formate, die Sie beispielsweise mit dem Hochschulforum Digitalisierung haben, direkt auch die Praxis mit an Bord zu bekommen, ganz, ganz wichtig, denn am Ende wird es nur gemeinsam gelingen. Wir bleiben noch mal kurz bei dem Thema und den aktuellen Herausforderungen. Stichwort ChatGPT. Brauchen wir denn da das föderale Klein-Klein oder nicht vielleicht lieber ein Deutschland-Tempo? Wo nimmt das Fahrt auf, möchte Jens Hoffmann wissen. Also ChatGPT oder generell das Thema künstliche Intelligenz und was heißt das für die Hochschullehre, ist ein Thema, was uns auch politisch sehr umtreibt. Erst gestern Vormittag, kann sich jeder auch in der Mediathek des Bundestags gerne anschauen, gab es im Bildungs- und Forschungsausschuss dazu eine intensive Anhörung. Ich habe jetzt erfahren, Herr Albrecht, der Autor der Studie, wird auch heute hier mit dabei sein. Frau Wessels, ebenfalls als Sachverständige gestern mit dabei, ist ja auch bei Ihnen mit eingebunden. Das sind Fragen, die uns alle umtreiben. Ich würde persönlich sehr dafür werben, das gar nicht mal in dem Sinne zu sehen, ganz schlimm, neue Probleme und jetzt müssen wir erstmal so regulieren, dass da möglichst sich nichts verändert, sondern ganz im Gegenteil, auch im Geiste dieses University Future Festivals eher die Chancen in den Fokus zu rücken, auch eine offene Diskussion, was verändert sich, was sind die neuen Herausforderungen und wie gehen wir tatsächlich damit um. Denn ich glaube, es wird klar auch in der praktischen Umsetzung, dass sich an beispielsweise die klassische Seminararbeit einige Herausforderungen stellen, weil man sich eben nicht mehr darauf verlassen kann, dass das alles so selbst formuliert ist. Aber auch der kritische Umgang damit, dass man nicht am Ende eloquent wohlklingendes Bullshit-Bingo mit höchstwahrscheinlichen Wortfolgen aneinander reiht, sondern auch das wird jeder im Selbsttest sofort rausfinden, dass man oftmals wohlklingende Formulierungen hat, die im Detail dann doch grottenfalsch sind. Also diesen kritischen Umgang auch wirklich aktiv zum Gegenstand zu machen. Es ist nicht so, dass wir seitens der Politik da untätig wären, ganz im Gegenteil. Also das von unserem Haus geförderte Hochschulforum Digitalisierung hat das ja sehr aktiv zum Thema gemacht. Es gibt bereits mit den Ländern gemeinsam eine Bund-Länder-Initiative KI in der Hochschullehre.
Ich bin sehr froh, dass es sie gibt. Das war sehr vorausschauend, die entsprechend einzurichten. Genau zu diesen Themen und auch in anderen Formaten sind wir genau dabei, diese Diskussion aktiv mit anzuführen und anzutreiben vor allem. Mhm. Dann hätte ich noch eine Frage, stellvertretend wahrscheinlich für viele, die das interessiert. Im Koalitionsvertrag war der Digitalpakt Hochschule versprochen. Wie ist denn da im Moment der Stand der Dinge? Nehmen Sie uns mal mit. Ja, sind also letztendlich ein Paket, was wir machen, was wir uns vorgenommen haben, ist jetzt nicht in dem Sinne, wie man das mit dem Digitalpakt an den Schulen vielleicht jetzt diesen Digitalpakt 1.0 zumindest sehen könnte, dass der Bund jetzt nochmal Geld ausschüttet für die technische Ausstattung. Das wäre auch nicht sinnvoll, sage ich ganz offen. Zum einen, die Grundfinanzierung der Hochschulen ist Aufgabe der Länder. Die Länder haben auch eine deutlich bessere Finanzlage als der Bund. Also während wir in den letzten drei Krisenjahren hunderte Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen und gleichzeitig die Zinslast auf Bundesebene ist jetzt innerhalb von 2 Jahren von 4 Milliarden auf 40 Milliarden angestiegen, um eine Größenordnung mal zu nennen. Das kann so nicht weitergehen. In derselben Zeit haben die Länder Überschüsse erwirtschaftet. Das gehört mit dazu. Wir sind aber nicht untätig, sondern ich habe ja eben erwähnt, den Zukunftsvertrag, den haben wir im November gerade erst dynamisiert. Das heißt, wir geben da hunderte Millionen Euro zusätzlich noch zu diesen jährlichen 2 Milliarden Euro on top drauf. Und ich glaube, das ist auch besser zu sagen, seitens des Bundes unterstützen wir an der Stelle mit zusätzlicher Grundfinanzierung, bevor wir da nochmal so ein bürokratisches Instrument mit aufbauen, wo am Ende letztendlich jede WLAN-Verkabelung, jedes Endgerät, was irgendeine Hochschule bestellt, wieder höchst bürokratisch mit den Ländern und dann berichtet an den Bund und wieder mit dem Bundesrechnungshof dann abgerechnet werden muss. Da würde ein Großteil der knappen Ressourcen, die wir haben, eher in die bürokratische Verwaltung fließen. Deshalb ist unser Ansatz, vor allen Dingen die Grundfinanzierung zu stärken. Übrigens auch bei den Drittmitteln BMBF und DFG stärker nochmal darauf hinzuwirken, dass die beispielsweise auch für Dauerstellen mit genutzt werden können und vor allen Dingen die qualitativen Fragen, was passiert eigentlich mit dieser Technik, die voranzutreiben. Und da ist ja das heutige Festival oder das zweitägige Festival ein gutes Beispiel, in welche Richtung diese Reise geht. Es gibt eine Rückfrage zu dem Thema, aber gemeinsame Kompetenzzentren wie im Schulbereich wären doch sicher auch für die hochschul- und länderübergreifende Zusammenarbeit sinnvoll investiert. Das sind ja genau die Themen. Also die Kompetenzzentren, die wir jetzt in dieser Legislatur gerade neu auf den Weg bringen, im Schulbereich, das sind ja Schnittstellen, die im Prinzip die guten Erkenntnisse, was ist gute digitale Lehre, aus der Bildungsforschung direkt in die Praxis der Lehrkräfteaußenweiterbildung der Länder überführt. Also diese Schnittstelle, die bisher gefehlt hat. Bisher gab es ganz viele tolle Pilotprojekte und wissenschaftliche Erkenntnisse, aber es kam eben nicht in der Fläche der Außenweiterbildung der Lehrkräfte an. Die schließen wir. Ja, und genau das Analoge dazu, was wir eben im Hochschulbereich haben, das sind ja die Akteure Hochschulforum Digitalisierung, was vor allen Dingen die übergreifenden strategischen Fragen angeht, aber insbesondere die Stiftung Innovation in der Hochschullehre, die genau diese Innovation, auch dieses enge Verknüpfen von Innovation in der Praxis und übergreifende Vernetzung und Austausch vorantreibt. Das haben wir jetzt neu im Bereich der Schulen eingeführt, aber tatsächlich im Bereich der Hochschulen schon gestartet. Haben das auch deutlich verstärkt jetzt, vereinbarungsgemäß, das hatten wir uns ja vorgenommen und das sind Wege, die wir weiter verstärken wollen. Klingt gut. Eine weitere Frage von Christian Specht. Müssen wir mit einer zunehmenden Privatisierung der Bildung rechnen, auch im internationalen Kontext? Ja, es kommt darauf an, was Sie mit Privatisierung meinen. Also Sie wissen, ich bin freier Demokrat. Ich wäre jetzt der Letzte, der sagt, Lehre darf jetzt nur in staatlichen Einrichtungen stattfinden. Das wäre auch nicht gut, weil wir an vielen Stellen, das ist in der beruflichen Fortbildung noch stärker, als das an den Hochschulen der Fall ist, tatsächlich auch gute, qualitativ gute Ergänzung durch private Akteure mit haben. Mir ist nur wichtig, dass der Zugang zu guter Bildung am Ende nicht am eigenen Geldbeutel oder an der sozialen Herkunft scheitert. Und das ist staatliche Aufgabe, das sicherzustellen. Auch in fairen Wettbewerb, also zu gleichen Bedingungen. Für uns ist sehr wichtig, insbesondere das BAföG. Wir haben ja eine große Reform auch mit eine Erhöhung der Elternfreibeträge, um die soziale Abhängigkeit deutlich zu verringern, von 21% im letzten Jahr, also weit über die Inflation hinaus,
auf den Weg gebracht, die sehr deutliche Anhebung der Altersgrenzen von 30 auf 45 Jahre im vergangenen Jahr war ein wesentlicher Schritt, um auch denjenigen, die eine zweite Chance oder vielleicht erstmal mit Ausbildung angefangen haben, dann auch mit Mitte 30 beispielsweise nochmal ein Studium anzufangen, draufzusetzen. Also solche Schritte sehr, sehr wichtig. Es ist gut, wenn wir da einen starken Wettbewerb haben, und es wäre keine gute Idee, jetzt das, was es im privaten Bereich auch gibt, jetzt zu verbieten. Aber es darf eben am Ende nicht daran scheitern, die guten Bildungschancen, von welcher sozialen Herkunft ich komme. Und das ist staatliche Aufgabe, das sicherzustellen. Prima, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Antworten und die Einblicke in Ihre Arbeit, die Sie uns damit gegeben haben. Danke Ihnen. Sie bleiben noch einen Moment bei uns. Jens Brandenburg hat es eben angesprochen, das Hochschulforum Digitalisierung leistet auch strategische Arbeit in dem Bereich und berät in dem Zusammenhang auch Hochschulen mit dem Programm der Peer-to-Peer-Beratung. Und wir werden jetzt gleich einige Hochschulen kennenlernen, die an diesem Entwicklungsprogramm teilgenommen haben und sind gespannt, ja, in welchen Schwerpunkten die gearbeitet haben. Und wir werden Sie gleich dafür ehren und auszeichnen, dass Sie sich da auf den Weg gemacht haben. In ein paar Minuten geht's weiter. Bis gleich. Ja, schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich habe es eben, wenn Sie da schon reingeklickt waren, schon angekündigt. Es geht jetzt um die Peer-to-Peer-Beratung. 8 Hochschulen und Verbünde haben pro Jahr die Möglichkeit, vom Hochschulforum Digitalisierung beraten zu werden und begleitet zu werden auf dem Prozess der Digitalisierung von Studium und Lehre, um das voranzubringen. Und gemeinsam mit den AkteurInnen aus den Hochschulen und den externen Peers geht es dann um die Analyse und was zu schauen, was braucht die Hochschule eigentlich genau, was sind die Ziele und die Entwicklungsperspektiven. Und das ist ein wirklich sehr, ja, großartiges Entwicklungsinstrument, das wirklich auf Augenhöhe arbeitet und die Expertise aus der Community, die ja da ist, dahin bringt, wo sie eben gebraucht wird. Und 2021 und 2022 ging die Beratung schon in die 6. Runde. Und die Hochschulen, die da mitgemacht haben, die möchten wir jetzt vorstellen und sie auch dafür auszeichnen, dass sie den Weg in die digitale Transformation jetzt angehen. Konkret geht es um 4 Hochschulen, dann ein Verbund, der sich das war das erste Mal in dem Jahr, zusammengeschlossen hat und als Verbund teilgenommen hat, und 2 Hochschulen, die an der Peer-to-Peer-Fachbereichsberatung teilgenommen haben. Und wir werden das jetzt in kleinen Gruppen hier fortführen, diese Auszeichnung. Teilweise sind die Menschen präsenter, teilweise auch remote zugeschaltet. Und ich bitte jetzt die erste Gruppe, die 4 Hochschulen, gemeinsam auf die Bühne. Einen Applaus. Und ich darf als erstes vorstellen, mitgemacht hat die Hochschule Bielefeld. Da ging die Beratung im März 2022 komplett online vonstatten. Und der Schwerpunkt bei der Beratung waren hier die Supportstrukturen in Studium und Lehre neu aufzusetzen. Es sollte eine Anlaufstelle geschaffen werden, die alle Angebote zum Online-Lernen bündelt, wo alle Lehrenden und Studierenden eben sich zurechtfinden können. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass die Hochschule Bielefeld da in sehr konkreten Follow-up-Prozess gegangen ist und wahnsinnig viel umgesetzt hat dessen. Und ich freue mich sehr, dass bei uns ist Dr. Michaela Hucke, die Vizepräsidentin für Studium und Lehre. Herzlich willkommen. Hier ist Ihr Zertifikat. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Kommen Sie gerne ein bisschen nach vorne. Ja. Und einmal da. Super, vielen Dank. Ja, mich würde mal sehr interessieren, was haben Sie denn jetzt so nach den Erfahrungen auch mit der Beratung an Tipps vielleicht für andere Hochschulen, die diesen Weg noch vor sich haben? Ja, also ich fand besonders wertvoll die Hinweise von anderen Hochschulen. Also profitieren von Erfahrungen, die andere gemacht haben, war für uns sehr wertvoll. Ja, und immer auch an die Nutzer denken. Also bei allem, was wir tun, was wir an Support anbieten, stark die Nutzer, und das sind in unserem Fall die Lehrenden, im Blick haben. Ja. Haben Sie da ein Beispiel, was das bedeutet, also der Support? Das heißt zum Beispiel, transparent darzustellen, welchen Support Lehrende haben können. Also die Homepage so zu gestalten, dass die Nutzer wissen, wen kann ich ansprechen, welche Supportleistungen bekomme ich da. Also eine transparente Darstellung nach außen unserer Leistungen, weil das ist ein Element. Ja. Ja, vielen Dank, sehr spannend. Viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank. Gratulation.
Ja, Gratulation auch von meiner Seite. Und wir machen weiter mit der Karl von Ossetzky-Universität in Oldenburg. Das war eine hybride Beratung, die da im März und April 2022 stattgefunden hat. Und der Schwerpunkt der Beratung war die Partizipation und vor allen Dingen auch die Studierendenpartizipation. Und deswegen ist auch heute eine Studentin bei uns, die das Zertifikat annimmt. Friederike Ulsis ist bei uns. Herzlich willkommen und Glückwunsch auch an Sie. Hier ist Ihr Zertifikat. Hallo, herzlichen Glückwunsch. Bitte schön. Genau, das gleiche Spiel. Wir machen vielleicht erstmal die Kamera, dann. So, dann bei Ihnen. Ja, vielen Dank. Mich würde auch mal interessieren, Sie haben ja das partizipative Element sehr in den Vordergrund gestellt. Das hören wir immer ganz oft, das ist ja manchmal auch so ein bisschen Buzzword, um das mal so ein bisschen konkreter zu machen. Was heißt denn Beteiligung bei Ihnen? Also Beteiligung heißt, dass wir versuchen, gerade auch, weil wir zwei verschiedene Campus haben, dass wir versuchen, fakultäts- und campusübergreifend zu agieren. Und gerade die studentische Peer Bernadette Gruber hat uns da ganz viele tolle Anstöße gegeben. Und im Rahmen des Train the Trainer-Programms sind wir auch gerade dabei, eine Learning-Community zu bilden in dem Learning Lab, was eben auch Teil dieser Peer-to-Peer-Beratung war, damit wir dann eben schauen, alle gemeinsam zusammenzubringen, damit sich das noch weiter streut. Was würden Sie sagen, war vielleicht so die größte Erkenntnis jetzt, gerade auch aus diesen Trainings- und Beratungsangeboten? Also gab es da irgendwie eine neue Idee oder einen Hinweis, wo Sie sagen, das war besonders wertvoll? Konkret würde ich es gar nicht darauf münzen wollen. Ich würde sagen, Erkenntnis ist, dass es überall neue Perspektiven gibt, die man noch gar nicht gesehen hat. Und dass man eben froh sein kann, dass andere Leute dann die Augen dafür haben, um einem den Blick dann dafür zu weiten. Ich würde es ungern jetzt auf eine Stelle direkt pinpointen wollen. Ja, also ein Stück weit auch die Offenheit, das ist ja immer ein Prozess, man ist ja nicht am Ende. Aber ja, herzlichen Glückwunsch, viel Erfolg auch weiterhin. Dankeschön. Ja, Glückwunsch auch von mir. Schön, dass Sie teilgenommen haben. Und wir machen direkt weiter mit der Europa-Universität. Ups, habe ich mich vorgedrängelt. Europa-Universität Viadrina in Frankfurt. Da ist genau. Eine sehr international ausgerichtete Uni. Die Beratung hat hier tatsächlich dann auch in Präsenz stattgefunden im April 2022. Und die Schwerpunkte der Beratung, habe ich mir sagen lassen, waren die digitalen Zukunftskompetenzen, die auch in die Studiengänge integriert werden sollten. Und ich freue mich, dass Sie da sind. Anja Vogt. Genau, vielleicht einmal wieder hier erstmal. Ja. Dankeschön. Ja, Zukunftskompetenzen, auch das ist ja ein Begriff, den wir immer wieder hören. Viele verstehen da sehr unterschiedliche Dinge. Was hätten Sie da vor allen Dingen im Fokus? Also was verstehen Sie unter den Zukunftskompetenzen? Also bei uns ging es tatsächlich hauptsächlich erstmal um die digitalen Kompetenzen. Also unter dem Begriff Future Skills, Zukunftskompetenzen fällt ja einiges. Aber wir haben tatsächlich uns die Aufgabe vorgenommen zu überlegen, wie in jeden einzelnen Studiengang digitale Kompetenzen eingebaut werden können. Ja. Und das war also ein spannender Prozess natürlich. Und der ist auch lange noch nicht abgeschlossen und wir haben viel vor uns. Aber die Peer-to-Peer-Beratung hat uns sehr geholfen, wirklich Formate zu identifizieren, die richtigen Akteurinnen zu identifizieren und jetzt weiter an den Themen zu arbeiten. Wir hatten ja eben auch ein Stück weit über Widerstände in der Umsetzung gesprochen. Also gab es da bei Ihnen Widerstände, Vorbehalte oder vielleicht auch Akteure in der Hochschule, die erstmal überzeugt werden mussten? Und wie sind Sie dann damit umgegangen? Ich würde sagen, wir haben den großen Vorteil, dass die Viadrina eine sehr kleine Universität ist. Man kennt sich und man weiß auch schon, wie man miteinander arbeitet und wie man miteinander spricht. Insofern hatten wir es gut und haben tatsächlich einfach nur Trends aufgenommen, die es eh an der Hochschule schon gab. Und die nochmal neu sortiert, nach neuen Formaten gesucht und Prozesse neu aufgelegt, würde ich sagen. Ja, vielen Dank. Ja, weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Und eine weitere Hochschule haben wir noch, Danke. Die Pädagogische Hochschule in Schwäbisch Gmünd. Da hat auch die Beratung in Präsenz stattfinden können im April 2022. Und der Schwerpunkt hier war die Implementierung der Digitalisierung direkt in der Curriculumentwicklung und die Digitalisierung auch der Internationalisierung. Und das Zertifikat heute stellvertretend empfängt Katharina Traub. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Einmal gerne einen Schritt nach vorne, dann...
Ja, als Baden-Württemberger sage ich natürlich ganz besonders herzliche Grüße noch und Gratulation. Nee, freut mich übrigens auch sehr, da sehen wir ja, dass aus dem ganzen Bundesgebiet so viele unterschiedliche dabei sind. Jetzt haben Sie dieses Thema, wurde ja schon angesprochen, Digitalisierung und Internationalisierung so zusammengebracht. Sie haben eben gehört, das ist eines meiner Herzensanliegen. Mich würde mal besonders interessieren, was heißt denn das bei Ihnen konkret? Ja, konkret heißt das bei uns erstmal die strategische Ausrichtung, ein bisschen ordnen, wo stehen wir, wo wollen wir hin, welche Möglichkeiten haben wir überhaupt. Und das war für uns sehr, sehr interessant, weil wir eben unseren Blick von innen nach innen hatten und eben eine neue Perspektive bekommen haben, diesen Blick von außen nach innen und einfach nochmal andere Fragen gestellt wurden. Und unser Ziel ist es eben auch als kleine Hochschule, als sehr familiäre Hochschule besser zu vernetzen und eben Studierenden, die teilweise auch weit pendeln, die Möglichkeit zu geben, vielleicht ein bisschen, ja, Open Classroom, ihren Horizont zu erweitern. Und das ist uns eben auch ganz wichtig, weil momentan ist sehr viel im Umbruch und es wird sehr unbequem und die Komfortzone wird eben nur größer, wenn man sie selber größer macht, indem man sie mal verlässt. Ja, vielen Dank. Und jetzt freuen wir uns natürlich sehr über all die Hochschulen. Jetzt werden Sie ja auch ausgezeichnet, die an diesen Beratungsangeboten schon teilnehmen. Ein Großteil der Hochschulen ist noch nicht dabei, also wir werben ja immer weiter dafür. Was würden Sie denn all denen mitgeben, die vielleicht im Moment noch ein bisschen skeptisch sind, ob das ein Prozess ist, der sich lohnt, ob das so sinnvoll ist? Was würden Sie da mitgeben? Also für uns war der Prozess sehr, sehr hilfreich, weil wie gesagt, man bekommt neue Perspektiven, man bekommt einen anderen Blick, man nimmt mal die ganzen Stakeholder einzeln ins Gespräch und wir hatten das Glück, dass Frau Andrea Frank bei uns moderiert hat, was sehr, sehr zielführend war und von dem her waren wir sehr, sehr glücklich und können es auch jedem nur ans Herz legen. Ja, vielen herzlichen Dank, auch weiterhin Danke. Viel Erfolg. Danke Ihnen. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir machen noch ein kleines Gruppenfoto. So viel Zeit muss sein. Ich gehe mal ein bisschen an die Seite, mache Platz, dass Sie sich nochmal hier schön positionieren können. Und ich finde tatsächlich, durch die Fragen, die Herr Brandenburg gestellt hat, wird nochmal deutlich, ne, wie passt genau und wie die individuell diese Beratung ist. Das war mir gar nicht so klar. Also das scheint wirklich etwas zu sein, wo sich lohnt, einen Meter noch nach vorne, dran teilzunehmen und sich zu bewerben. Das bin ich ganz so an die Wand gequetscht. Genau. Haben wir im Kasten. Super. Vielen Dank an die vier Hochschulen. Schön, dass Sie da sind und von Ihren Erfahrungen erzählt haben. Herzlichen Dank. Und wir machen direkt weiter mit der nächsten Gruppe und da gab es eine kleine Premiere. Das erste Mal haben sich nämlich ein paar Hochschulen zusammengetan im Bundesland Schleswig-Holstein und als Verbund teilgenommen. 10 Hochschulen waren das. Und ja, wir freuen uns, dass Sie sich wirklich da so gemeinsam auf diesen Weg gemacht haben und möchten Sie dafür jetzt auch auszeichnen. Wir haben einige Vertreter und Vertreterinnen hier und einige sind auch online zugeschaltet. Und ich würde Sie jetzt einfach nacheinander kommen Sie erstmal alle auf die Bühne und dann stelle ich Sie vor. So machen wir es. Herzlich willkommen, der Verbund Schleswig-Holstein, der an der Verbundberatung teilgenommen hat. Genau, ich würde Sie jetzt einmal alle vorstellen und dann würden wir vielleicht auch noch eine kleine Fragerunde machen. Und zwar, die Christian-Albrechts-Universität Kiel ist online zugeschaltet. Die Fachhochschule Kiel ist online zugeschaltet. Die Fachhochschule Flensburg, die Universität zu Lübeck und Technische Hochschule Lübeck, die Europa-Universität Flensburg, die Fachhochschule Westküste, die Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung Altenholz, die Musikhochschule Lübeck und die Mothesius-Kunsthochschule in Kiel. Und ich glaube, hier können wir jetzt ein paar Zertifikate tatsächlich vergeben. Einmal an die Christian-Albrechts-Universität in Kiel, da ist Julia Eichhorn da. Wo ist sie? Die ist digital zugeschaltet, digital genau. Ist genau, sorry. Steht hier auch. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, genau. Dauert jetzt, glaube ich, einen kleinen Moment, bis wir sie bei uns haben. Sie ist zugeschaltet, genau. Ja, herzlichen Glückwunsch, Frau Julia Eichhorn. Sie bekommen dann Ihr Zertifikat, was Sie hier sehen genau, können. Genau, das halte ich jetzt einfach mal so. Per Post zugeschickt. Sehen es hoffentlich im Stream. Dankeschön. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Ein Glückwunsch Danke. Geht nach Kiel. Und wir bleiben tatsächlich nochmal in der Online-Welt, nochmal in Kiel. Online auch zugeschaltet ist uns jetzt
Klaus Lebert von der Fachhochschule in Kiel. Auch Sie dürfen einmal virtuell hier Ihr Zertifikat anschauen, was in den nächsten Tagen per Post auf die Reise geht. Ein herzliches Moin aus Kiel und vielen Dank. Moin, herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Und wir machen uns langsam auf den Weg weiter in den Norden. Wir haben noch eine Hochschule, die digital zugeschaltet ist. Und zwar ist das die Hochschule Flensburg. Und ich hoffe, dass wir jetzt gleich hören können, Julia Döring von der Stabsstelle Digitalisierung der Hochschule Flensburg. Es kann sein, dass es ein Momentchen dauert. Jetzt ist sie da. Genau. Ja, Julia Döring, Hochschule Flensburg. Moin aus Flensburg. Hier ist Ihr Zertifikat. Moin. Und vielen Dank. Moin. Auch Ihnen herzlichen Glückwunsch. Und ich würde sagen, auch die digital Zugeschalteten haben einen Applaus jetzt mal verdient. Vielen Dank. Das ist ja auch etwas, an das wir uns so im Hybriden manchmal gewöhnen müssen. So ist das in der Lehre auch dann. So ist es, genau. Genau, sind wir direkt beim Thema. So, jetzt sind wir aber wieder in Präsenz. Vielen Dank an alle, die jetzt online zugeschaltet waren. Ich mag dieses herzliche Moin. Das bringt mich direkt in so eine gute Stimmung. Und vielleicht kommt hier nochmal das eine oder andere Moin auch aus dieser Ecke hier. Ein Zertifikat geht an die Universität Lübeck und die Technische Hochschule Lübeck. Helge Illich ist da, IT-Leiter. Genau, Sie übernehmen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ein richtiges Moin. Moin, genau. Und Sie übernehmen direkt noch ein weiteres Zertifikat, auch für die Technische Hochschule Lübeck, in Empfang. Das, genau, machen wir mal so. Ja, Gratulation auch jetzt. Und wir machen direkt weiter aus dem Verbund. Die Europa-Universität Flensburg. Jan Götzelmann ist bei uns, Referent für Digitalisierung. Ihr Zertifikat. Lassen Sie einen Schritt nach vorne noch. Ja. Super. Und von der Fachhochschule Westküste, Thorsten Nissen, Referent für Digitalisierung. Gratulation, herzlichen Glückwunsch. Auch gerne einen Schritt nach vorne. Genau. Mein Gott, ist die Bühne voll. Muss man immer gucken, wo man hinpasst hier. Aber so ist das, wenn einfach viele Leute sich zusammentun und an so einer Beratung teilnehmen. So. Die Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung Altenholz, Klaus Vosgerau, Leiter Stabsbereich Digitalisierung, nimmt das Zertifikat entgegen für die Beratung, für die Peer-to-Peer-Beratung des Hochschulforums Digitalisierung. Schön, dass auch Sie sich auf den Weg gemacht haben. Und die Musikhochschule Lübeck hat auch teilgenommen in der Verbundberatung. Und Fabian Bade, Beauftragter für die digitale Lehre, nimmt das Zertifikat entgegen. Herzlich willkommen. Super. Auch hier machen wir noch ein kurzes Gruppenfoto von diesem Verbund und machen dann gleich weiter mit der Fachbereichsberatung. Einmal alle zusammenkommen. Gerne noch so einen Schritt nach vorne. Genau, auf die Anweisungen der Herrschaft mit der Kamera warten, genau. Und nochmal möglichst motiviert gucken. Optimistisch, genau. Aber ich glaube, das sollte nach der Beratung wahrscheinlich auch keine Schwierigkeit sein. Super, vielen Dank, dass Sie da waren. Toll, dass Sie mitgemacht haben. Herzlichen Dank und noch viel Spaß auch heute beim Programm. Der Verbund Schleswig-Holstein. Und wir haben noch zwei Fachbereiche hier, die an der Fachbereichsberatung teilgenommen haben. Und zwar die Fakultät Wirtschaft der Hochschule Ansbach und der Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule Kiel. Herzlich willkommen.
Ja, von der Fakultät der Wirtschaft der Hochschule Ansbach ist Dr. Oliver Schwindler bei uns. Und der Schwerpunkt in der Beratung war, Sie haben ein eigenes Kompetenzmodell entwickelt in Bezug auf digitale Kompetenzen, wenn ich richtig informiert bin, und haben versucht, das in dem Fachbereich mal prototypisch zu implementieren, damit man auch, so habe ich es gehört, nach der Pandemie wieder so ein bisschen in Schwung gebracht wird. Ist das richtig? Alles klar, gut. Prima, dann hier. Ja, herzlichen gerne. Glückwunsch. Danke. Genau. Und wenn Sie möchten, könnten Sie auch noch. Wenn wir Zeit für Fragen haben, wir haben noch Zeit für Fragen. Mich interessiert das wahnsinnig. Ja. Sie haben jetzt auch die Zukunftskompetenzen natürlich mit als Fokus. Jetzt haben wir eben gehört, ein Beispiel, wo das sehr auf die digitalen Kompetenzen ausgerichtet war. Ist das bei Ihnen ähnlich? Also ich würde sagen, die digitalen Kompetenzen spielen natürlich eine zentrale Rolle. Und unser Motto, wo wir versuchen, den Studierenden das Ganze beizubringen, ist, wir lehren, wie wir arbeiten. Also wir versuchen, eine interdisziplinäre Arbeits- und Lernumgebung zu schaffen, wo unsere Studierenden auch schon mit internationalen Teams beispielsweise Pilotprojekte starten müssen. Ja. Gibt es denn so, ich meine, Innovation ist ja immer ein Prozess, wo man vielleicht aus Fehlern lernt. Und Sinn und Zweck von so einer Peer-Beratung ist ja auch, dass nicht alle immer dieselben Fehler machen müssen, sondern man Fehler zelebriert, um sie auch zu teilen und nicht tatsächlich so gemeinsam voranzukommen. Jetzt mit dem Wissen von heute, fällt Ihnen irgendwas ein, wo Sie sagen, naja, das würden Sie rückblickend nochmal anders machen? Ich muss sagen, wir sind am Start der Implementierung, also ja. Wir werden noch unsere Fehler machen. Bei der Beratung an sich würde ich die Klassiker den Kollegen ans Herz legen, was man bei einer Projektabwicklung mehr oder weniger falsch machen kann. Ja, das passiert immer wieder mal. Okay, ja. Ja, drücke ich Ihnen kräftig die Daumen. Also viel Erfolg und auch herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Danke. Und wir haben noch vom Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule Kiel hier Marco Hardimann, genau, Sie sind der Dekan am Fachbereich Wirtschaft. Und bei Ihnen ging es im Schwerpunkt um die Verzahnung von Online- und Präsenzlehre. Und da gab es eine Besonderheit. Im Vorfeld der Beratung haben Sie auch eine fachbereichsinterne Befragung durchgeführt, sodass die Peer-to-Peer-Beratung ein ziemlich klares Bild auch des Fachbereichs hatte. Also auch nochmal eine ganz neue Herangehensweise. Sehr spannend. Ihr Zertifikat. Ja, herzlichen Glückwunsch. Gratulation. Ja, auch hier würde mich sehr interessieren, wir hatten ja eben über Verbindung, Präsenz und Online-Lehre schon gesprochen und mein Eindruck, da gibt es ja unterschiedliche Formate. Würden Sie sagen, Sie haben jetzt bei dem, was Sie machen, da so ein Best-Practice-Modell oder versuchen Sie vor allen Dingen sehr verschiedene Instrumente miteinander zu verknüpfen? Ja, das war auch ein Ergebnis unserer Befragung, die wir davor gemacht haben bei unseren Lehrenden, dass wir sehr, sehr viele Instrumente schon einsetzen und wir haben kein Standardmodell, das haben wir nicht. Wir haben aber auch in dem Prozess wieder festgestellt, wie wichtig unsere Präsenzlehre ist. Wir wollen da nicht sklavisch dran festhalten, sondern wir wollen es verzahnen, haben aber kein Standardmodell. Das ist auch von Fach zu Fach, von Disziplin zu Disziplin tatsächlich unterschiedlich, was man da machen kann und muss. Wichtig, und das haben wir auch da gelernt, dass es nicht damit getan ist, einfach die Präsenz in Online zu übertragen. Das funktioniert nicht so richtig gut. Auch wenn wir uns bei Corona mal auf die Schulter geklopft haben, es hat alles funktioniert, alle Veranstaltungen haben stattgefunden. Es hat nicht so gut funktioniert wie Präsenz und deswegen müssen wir daran arbeiten, dass wir das dann versuchen, ordentlich zu übertragen mit ganz neuen Konzepten. Jetzt kann so ein Wandel ja nur funktionieren, wenn wirklich alle mitziehen. Also die Lehrenden selbst, sicher auch die Hochschulverwaltung, aber auch die Studierenden, wenn sich alle auf diesen Weg mit einlassen. Haben Sie da Tipps für andere Hochschulen vielleicht, was Sie empfehlen würden, um genau diesen Wandel, dieses alle mitnehmen und begeistern, auch gut hinzubekommen? Ja. Mein Tipp wäre, sich Zeit zu lassen und das systematisch und mit Überlegung zu machen. Wir spüren alle wahrscheinlich den Marktdruck, auch private Hochschulen und das Wollen aus der Studierendenschaft, es online zu machen. Aber zumindest wir, jetzt aus unserem Fachbereich, wir sind da noch nicht gut genug. Wir sind ziemlich gut, aber nicht gut genug, dass es Präsenz ersetzen kann. Das haben wir noch nicht geschafft, deswegen, da sind wir dran. Das ist auch ein Ergebnis dieses Prozesses hier. Und vielleicht auch noch einen vielen Dank an das Hochschulforum Digitalisierung. Also ich glaube, das größte Kompliment ist, dass wir es direkt nochmal machen würden, wenn das möglich wäre. Also insofern, das war wirklich gut.
Das ist doch die beste Auszeichnung. Ja, vielen herzlichen Dank und weiter viel Erfolg. Genau, das ist ja schon fast ein tolles Schlusswort für diesen Programmpunkt. Ja, vielen Dank, dass auch Sie sich die Zeit genommen haben, sich auf den Weg zu machen und auch hier das Zertifikat entgegenzunehmen. Und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind und sagen, das interessiert mich auch, dieses Programm, dann habe ich zwei Damen hier, die da ein bisschen mehr drüber erzählen können. Barbara Malou kommt mal ein bisschen in die Mitte. Ihr seid vom Hochschulforum Digitalisierung, genau, und bleibt da stehen, wir rahmen den Herrn, so machen wir es. Ihr seid zuständig für die Peer-to-Peer-Beratung und gebt uns jetzt noch ein bisschen mehr Infos dazu. Genau, Barbara Wagner, Malou, meine Kollegin. Wir sind hier heute auch den ganzen Tag da und ansprechbar, falls jetzt schon Interesse im Publikum entstanden ist oder auch online, meldet euch gerne bei uns. Als kurzer Werbeblock, die Ausschreibungen für die Peer-to-Peer-Strategieberatung, also die Klassik und die Fachbereichsberatung, sind aktuell online. Malou, du kannst da noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Genau, also vielleicht einfach mal aufgreifend. Die FH Kiel würde es nochmal machen, wenn Sie es jetzt das erste Mal auch mal mitmachen wollen. Die klassische Peer-to-Peer-Beratung, die Ausschreibung läuft noch bis zum 16. Juni, da können Sie sich noch bewerben. Und auch die Fachbereichsberatung läuft jetzt wieder mit einem neuen Durchgang, diesmal mit Fokus auf Humanmedizin. Und da läuft bis zum 9. Juni noch die Ausschreibung. Wenn Sie sich da eben auch bewerben möchten, würden wir Sie sehr herzlich dazu einladen. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu oder eben auch auf die Kolleginnen von der Fachbereichsberatung, Johanna Leifeld und Janika Budde. Da sitzen Sie, für all die, die es interessant Falls Sie noch Zeit für eine Frage haben, mich würde interessieren. Haben wir, ja. Genau, also den Verbund, das war keine Absicht, dass wir da keine Fragezeit mehr hatten. Ich würde, vielleicht könnte einer der genau, Vertreter gute Idee, vielleicht noch einmal aus dem Verbund hochkommen, dass wir da auch noch ein bisschen. Das ist ja durchaus so ein bisschen ein besonderes Modell, wenn Sie mal denjenigen, die auch darüber nachdenken, das möglicherweise im Verbund zu beantragen. Gute Idee. Mal mit an die Hand geben, was Gelingungsbedingungen sind und wie das so funktioniert. Ja, also wir haben ja in Schleswig-Holstein schon viele Arbeitskreise gehabt, die hochschulübergreifend waren. Und durch diese Verbundberatung ist es noch enger zusammengekommen. Und auch die Landesregierung hat das jetzt ja unterstützt im Nachgang, dass wir jetzt ein Projektoffice bekommen haben mit zwei Stellen. Da konnten wir zum Glück jetzt auch schon zwei Kolleginnen gewinnen. Und das ist, glaube ich, die Voraussetzung, dass alle da mitmachen wollen. Und nur gemeinsam kriegen wir die großen Aufgaben gelöst. Gibt es denn Vor- oder Nachteile, die Sie jetzt in so einem Verbund dann sehen, versus das als Hochschule allein zu machen? Also was ist vielleicht, wenn eine Hochschule in der Abwägung steht, machen wir das alleine oder so? Also ich glaube, große Nachteile gibt es, glaube ich, nicht. Vielleicht dauert es manchmal ein bisschen länger, dass man sich abstimmen muss. Aber es müssen ja auch nicht immer alle Hochschulen zusammen. Es ist ja auch schon gut, wenn einige zusammen was tun. Also wir sind ja in Schleswig-Holstein 9 Hochschulen. Wenn dann 5 oder 6 zusammen was tun, das ist ja auch schon viel wert. Ob dann immer alle 9 damit machen müssen, muss man schauen. Aber bisher läuft das wirklich gut, dass alle an einem Strang da ziehen und alle mitmachen. Ja, vielen Dank. Das kann ja auch eine Anregung sein für andere. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Klar, wir haben noch eine Ergänzung. Zeit haben. Aber wir möchten auch noch mal ein bisschen in Austausch kommen, miteinander arbeiten. Daher die herzliche Einladung um 13 Uhr im Gebäude nebenan, im Berlin Global Village. Sprechen wir so eine Stunde, 2 Stunden miteinander, kommen noch mal im Austausch. Wo sind Anknüpfungspunkte nach der Beratung etc.? Also da freuen wir uns, dass wir heute auch noch mal so in den Austausch kommen, neben dem Feiern. Alles klar. Vielen Dank für eure Einblicke. Vielen Dank an Jens Brandenburg, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute bei uns zu sein, auch diese Auszeichnung durchzuführen. Vielen Dank auch an Sie, dass Sie dabei waren, zugeschaut haben. Und ich möchte Sie gerne einladen, jetzt bei uns zu bleiben. Wir machen eine kleine Umbaupause und es geht um 9:50 weiter. Dann ist Martin Dugyamas da, der Gründer von Moodle, zugeschaltet. Wird also sehr spannend. Bleiben Sie bei uns. Bis gleich.